Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken, wollte ich gerade sagen. Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ich bin von Nöher Gameplays als Hobby und wir haben jetzt die zweite Runde geschafft. Wir kommen jetzt in die dritte. Schauen wir mal, welchen Gegner wir dort finden. Und wie weit wir kommen. Glückwunsch zum Erreichen von Runde 3. Der nächste Gegner wird gesucht. Oh, Peach. The Cards. Okay. Mal schauen, wie sie spielt. Oder er. Ich weiß es nicht. Oh, sie hat sogar... Es hat Aufschlag. Okay, sie scheint wohl auch noch ein Anfänger zu sein. Mach mal ein bisschen. So. Das war nicht. Was mache ich denn? Juhu, 1-0. So gesehen. Und jetzt bin ich dran mit Aufschlag. Ah! Klappt doch ganz gut. Spielsatz und Sieg auf Schläger. Yay, das war doch mal ein schnelles Spiel. 3,5 Minuten. Na gut, länger dauert es manchmal bei Pokémon Tekken DX auch nicht. Nach ein paar Fehlern, die ich gemacht hatte, was echt blöd von mir war, aber okay. The Cards war trotzdem ein nettes Spiel. Dankeschön. Und wir kommen dadurch in Runde 4. Das finde ich auch gut. Und wir kriegen noch mehr Punkte. Okay, sehr schön. Freut mich. Ja, was soll ich sagen? Das war mal ein schnelles Spiel beim Mario Tennis Aces Online Turnier. Mit von Nöher Gameplays als Hobby. Mir macht es noch Spaß. Noch. Noch habe ich keine mega starken Gegner hier. Aber mal schauen, wie das sich noch entwickelt, je nachdem, wie viele Punkte ich bekomme. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, ob ich vielleicht Turniersieger werde, ich weiß es nicht. Und würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und mit meinen Videos. Und bis denn. Das war von Nöher Gameplays als Hobby. Und tschüss.